mir auch total genervt hat, sage ich ganz ehrlich, war, weil ich das gar nicht kenne von unseren Fans. Ich weiß nicht, ob sie besonders cool sein wollte, weil sie in der Hauptstadt sind. Kommst raus auf den Platz und dann brennt da hinten in der Kurve brennen die Bengalos. Ich weiß nicht, ob sie schon erwartet haben, dass Union ein Tor schießt, damit man es nicht sieht, oder ich weiß es nicht. Es ist eine Katastrophe, kommst auf den Platz und alles ist Rauch und Zeugs, das können wir gar nicht brauchen. Herr Streich, Sie haben die Bayern-Niederlage selbst angesprochen. Wie schmerzhaft ist es denn für Sie, heute die Tabellenführung verpasst zu haben? Ich bin fix und fertig. Schau sie die Spiele an. Da wird ruhig Fußball gespielt, mal zwischendrin. Und dann macht es Batsch, Batsch, Batsch. Und dann gibt es drei Doppelpässe und dann schießen sie ihn rein. Oder sie schießen ihn halt an Pfosten oder knapp vorbei. Ich war mit was nicht einverstanden. Und der war dann nicht einverstanden mit mir. Und dann geht es weiter. Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Auch nicht in Freiburg. Foul im Strafraum ist dann nicht, wenn es einen Kontakt gibt, sondern wenn es einen Foul gibt. Das ist das Erste. So war es immer und so muss es sein. Hand ist dann, wenn eine klare Torschance vermieden wird oder einer die Hand da oben hat, wo sie nicht hingehört. Sonst ist es keine Hand. Wir sind auf einem völlig falschen Weg. Wir müssen mal 2, 3 Schritte zurück machen und müssen wieder mal zum Fußball gehen. Und alle haben gedacht, mit der Technologie wird alles gut. Ja, aber die Technologie, das sind Menschen, immer noch dahinter. So geht es nicht. Und es wird verrückt. Das ganze Spiel ist nicht mehr das Spiel, was es sein muss. Das ist kein Fußball mehr. Das ist alles andere, nur das Fußball steht nicht mehr im Mittelpunkt. Du da, danke. Naja, richtig. Ja, das ist ein super Fußballer. Das ist ein super Fußballer. Tack, 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 tack. Und dann haben sie die Räume gefunden und außen sind sie schnell wie die Sau mit Glüter. Kann der Cristiano Ronaldo nur zum Friseur gehen? Ich weiß nicht, geht der jetzt in Turin zum Friseur oder? Ich meine nur, sagt jetzt, ich habe einen Termin, geht zum Friseur und dann hockt er sich auf den Stuhl und wartet nur 10 Minuten. Ich weiß nicht, was da passiert, oder? Ich glaube, der unausgesprochene Vorwurf. Ja, was ist der Vorwurf? Ist ja eigentlich, dass die Konzentration auf das Spiel gestört ist, wenn am Vorabend ins Mannschaftshotel. Nein. Die Konzentration ist nicht gestört, wenn mir jemand die Haare schneidet. Also, ich bin auch schon am Freitag zum Friseur gegangen. Bei mir geht es zwar nur 10 Minuten, weil ich kaum noch Haare habe. Aber bei denen ist es anders und die werden wahrscheinlich viel länger behandelt an der Haar. Aber Konzentration stört das nicht. Nur nicht hier und einer macht so und der Arm ist hier und er kriegt ihn aus 4 Meter an die Hand und der Hand schlagert so rum. Wenn einer so macht, ist Hand. Wenn er Spannung aufbaut, ist Hand. Wenn einer so macht und du drehst dich und der Arm geht so rum, und er ist unten und er dreht seinen Körper weg und er geht dran, ist kein Elfmeter. Man kennt Sie so, hadern Sie dennoch mit sich, dass Sie möglicherweise in der Situation etwas überreagiert haben? Ich habe nicht überreagiert, ich habe ein Schimpfwort benutzt. Ich will nicht das Wort Laptop-Trainer sagen. Ich weiß nicht, ob Sie einen Laptop benutzen, aber wahrscheinlich. Ja, ich habe keine Schreibmaschine mehr. Klar, nee. Ich würde viel Fehler machen, muss immer glatt rausreißen und wieder neue einspannen. Ein bisschen aufgesprungen, weil ich gesagt habe, ein bisschen. Ja, der ganze Wagen ist aufgesprungen. Aber weil ich gesagt habe, ein bisschen. Ja, okay. Aha, ein bisschen. Weil wir sind ein bisschen aufgesprungen und dann haben wir uns wieder ein bisschen hingesetzt. Okay. Glückwunsch zum Sieg. Kaffee nehmen? Ja, selbstverständlich. Warte, ich schenke rein, wenn ich schon gewonnen habe. Kannst du auch ein Glas Weißburgunder haben, haben wir auch eine schöne hier, südbadische. Das Spiel, wie es war? Nein, nicht ganz so. Sie haben es ja angekündigt, Sie werden heute versuchen, die Hände unten zu halten. Das hat ja super geklappt, das meinte ich. War es arg schwer, oder? Ich glaube, der Hübste uns hat gerade die Antwort gegeben. Das ist eine völlige Unwahrheit. Ich habe selbstverständlich ihn nicht beschimpft. Ich habe zum Beispiel, dann hat er mir den Vogel gezeigt. Ich kann nichts dafür, wenn es eine rote Karte gibt. Und zeigt mir den Vogel. Ich habe null reagiert. Gar nichts getan, weil ich so etwas nicht tue. Mir ist völlig unerklärlich. Also ich werde doch jetzt nicht tatsächlich glauben, dass ich im Yogi in der Rücke falle. Der wohnt Luftlinie 1,5 Kilometer von mir weg.
ist ein herausragender Bundestrainer. Ich bin stolz, den Yogi zu kennen und mit jemandem so nah neben jemandem zu wohnen. Nach Schlusspfiff sehr gefeiert, haben auch da wen umarmt. Ehrlich gesagt konnte ich nicht erkennen, wer das gewesen ist. Können Sie vielleicht sagen, wen Sie da direkt geherzt haben? Alle habe ich umarmt. Gibt es weitere Fragen? Direkt weiter an Carsten Schröter-Lorenz, bitte. Herr Streich, müssen Sie dem Markus Behrens heute einen ausgeben? Warum? Was wollt ihr denn die ganze Zeit? Redet doch über Fußball und redet nicht über so Quatsch. Man geht es eigentlich noch. Ich habe gerade gegen Leverkusen gespielt und habe 2-1 gewonnen und kriegst nur so Fragen. Ja, würde gern was. Über Fußball, wir müssen hier zum Fußball reden. War mit einem Augenzwinkern gemeint, Herr Streich. Mhm, okay, alles klar. Wir haben uns entschieden, in einem Systematikspiel, wenn man bis jetzt noch nicht gespielt hatte, es war hin und her die Woche, weil wir wahnsinnig enttäuscht waren nach Bochum. Das muss ich wirklich sagen, es ging bei mir schon 2-3 Tage. Und habe uns einfach entschieden, dass wir im 4-2-3-1 dann mutig draufgehen, weiter, egal was ist. Und haben dann natürlich in der ersten 30 Minuten oder mit jedem Schuss aufs Tor war er drin. Ich habe sowas noch nie erlebt und bin schon lang Trainer. Noch nicht lang Bundesliga-Trainer, aber schon lang als A-Jugendtrainer. Ich habe sowas noch nie erlebt. Und die Mannschaft hat natürlich herausragendes Spiel gemacht, aber manchmal läuft dann auch alles. Werden dann die Freistoßtore überprüft mit Abseits. Dann ist kein Abseits in Bochum, wäre sicher Abseits gewesen. Wissen Sie, wenn ich mir überlege, vor einer Woche, ja, wie ich in Bochum bei der Pressekonferenz gesessen bin, am liebsten wäre ich gar nicht zur Pressekonferenz gegangen. So eine Wut habe ich gehabt und so enttäuscht war ich. Und im Fußball ist einfach manchmal, kann halt nur einer gewinnen. Und manchmal läuft es für eine Mannschaft total schlecht. Und dass jetzt jeder bei uns reingegangen ist, das ist dann auch wirklich nicht erklärbar. Wenn Sie mich jetzt fragen würden, wie ich das erklären soll, dass es in der Halbzeit 6-0 stand, da könnte ich keine Erklärung abgeben. Man darf nicht darüber hinwegsehen, auf keinen Fall. Und wenn es nicht anders geht, dann müssen wir vom Platz runterlaufen. Es ist inakzeptabel, was passiert, und wir sind auf einem ganz schlimmen Weg zu Teile. Und wenn du siehst, was politisch, wie das instrumentalisiert wird von einer gewissen Partei in diesem Land, dann muss ich sagen, wäre den Anfängen. Ich bin hundertprozentig d'accord und ich bin der Erste, der runtergeht vom Platz. Jetzt müssen wir leider in die zweite Liga absteigen. Sehr traurig für uns. Es ist interessant, dass Sie mir die Frage stellen, ob ich weitermache, weil alle Journalisten haben mir die Frage gestellt. Und das macht mir eigentlich mehr Sorgen. Weil, also, ich habe einen Vertrag bekommen als Trainer bei der ersten Mannschaft und in so einem Verein. Und ich finde es Wahnsinn, dass alle diese Frage stellen, weil das sieht man ein bisschen, wo wir sind. Jetzt, wie sollte ich jetzt hingehen, wenn ich das gesundheitlich schaffen kann und sagen, ich höre auf? Das ist unglaublich. Und das sieht man ein bisschen, wo wir sind, in was wir einer Gesellschaft wir leben. Wenn ich einen Vertrag unterschreibe ich den Vertrag, ob ich Erfolg habe oder auch mal keinen Erfolg. Und ich habe dem Verein so viel zu verdanken. Und es ist abstrus, dass alle Journalisten jetzt, mit denen ich gesprochen habe, es waren 8 ungefähr, alle 8 haben mich das gefragt. Das ist bezeichnend.